Pokémon-Legenden Arceus wurde die letzten Tage im Internet komplett geleakt und somit haben wir bereits vor dem Release des Spiels viele neue und interessante Informationen über neue Gameplay-Inhalte, Features, Kampfmechaniken und Shiny-Pokémon bekommen. Diese ganzen Informationen und noch vieles weitere möchte ich euch heute in diesem Video zusammenfassen. Doch Achtung, wie immer gilt hier natürlich eine massive Spoilerwarnung. Falls ihr nichts zu den geleakten Gameplay-Inhalten im Spiel erfahren möchtet, dann schaltet das Video an der Stelle besser ab. Ansonsten würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los. Und zwar gibt es in Pokémon Legenden Arceus wirklich einen First-Person-Modus. Bei eurer Erkundungstour durch die Hisui-Region könnt ihr also nahezu jederzeit von der Third-Person in die Ego-Perspektive wechseln und euch somit dann durch die Hisui-Region bewegen, euch die Landschaft genauer anschauen oder auch einfach eure Pokémon aus den Pokébällen holen und eine entspannte Zeit mit ihnen verbringen. Denn ja, ihr könnt alle 6 Pokémon eures Teams jederzeit aus den Bällen lassen und einfach dann mit ihnen zusammen chillen. Das haben wir ja auch schon in diversen anderen Gameplay-Trailern gesehen. Aber ihr könnt sie euch somit dann auch in der Ego-Perspektive ansehen. Ihr könnt mit ihnen interagieren. Die Pokémon interagieren auch teilweise untereinander, haben Idle-Animations wie in Schwert und Schild im Pokémon-Camp, wenn sie kurz einnicken oder ähnliches. Und ja, das ist Gameplay-technisch eigentlich nichts Krasses. Aber das sind so Kleinigkeiten, die mich persönlich super happy machen und das Spiel einfach ein ganzes Stück lebendiger wirken lassen. Eine wichtige Frage, die natürlich viele Leute ganz lange beschäftigt hat, ist, wie es denn mit den Shiny-Pokémon in Pokémon Legends aussieht. Und ja, Shiny-Pokémon gibt es auf jeden Fall in dem Spiel. Wir haben schon einiges an Material gesehen, wie Leute Shiny-Pokémon in Hisui gefunden haben. Und wie zu erwarten war, tauchen die Pokémon hier auch wieder direkt als Shiny in der Overworld auf. Dadurch, dass es keinen Übergang mehr in einen separaten Kampfbildschirm gibt, wie zum Beispiel noch bei strahlender Diamant und leuchtende Perle, gab es da im Grunde eigentlich auch keine andere Möglichkeit. Aber ja, ihr könnt tatsächlich bei eurer Erkundungstour durch die Hisui-Region jederzeit an einem Shiny-Pokémon vorbeikommen. Tatsächlich machen Shiny-Pokémon diesmal sogar ein bestimmtes Geräusch, wenn sie spawnen. Das wäre halt ziemlich ärgerlich, wenn man einfach aus Versehen an einem Pokémon vorbeiläuft und man die Kamera einfach nicht richtig positioniert hat, um es zu sehen. Somit hört ihr es also, wenn ein Shiny-Pokémon auftaucht und natürlich erkennt ihr es auch daran, dass sie im Kampf nicht nur eine andere Farbe haben, sondern auch die gewohnte Stern- und Sparkle-Animation von sich geben. Doch Shiny-Pokémon kommen nicht einfach nur im Spiel vor, es werden teilweise richtige Quests darum gesponnen. So gibt es tatsächlich eine Nebenquest im Spiel, bei der ihr am Ende garantiert ein Shiny-Ponita bekommen könnt. Das finde ich persönlich ziemlich cool, Shiny-Ponita ist eines meiner absoluten Lieblings-Shinies. Es gibt noch keine konkreten Hinweise darauf, wie die Shiny-Wahrscheinlichkeiten berechnet werden, ob man diese irgendwie boosten kann und auf welche Shiny-Hunting-Methoden wir in Zukunft zurückgreifen werden. Aber es gibt Shiny-Pokémon in Legends und ich denke, Shiny-Hunting in diesem Game wird ziemlich interessant. Wenn ihr euch in der Hisui-Region auf die Suche nach neuen wilden Pokémon macht, müsst ihr in einigen Fällen besonders vorsichtig sein. Denn es wird häufig vorkommen, dass ihr nicht nur gegen ein wildes Pokémon kämpft, nein, in Pokémon Legends könnt ihr auch wieder gleichzeitig gegen mehrere Pokémon antreten, ähnlich wie das damals in Sonne und Mond mit dem SOS-Feature war. Manchmal bekommen wilde Pokémon nämlich während des Kampfes Unterstützung von Artgenossen oder anderen Pokémon und dann habt ihr es gleich mit mehreren Gegnern zu tun. Ihr könnt teilweise sogar gegen 4 wilde Pokémon gleichzeitig kämpfen. Und das können nicht nur ganz normale Pokémon sein, es können auch wirklich Elite-Pokémon sein, also quasi 4 Boss-Gegner auf einmal. Das passiert vor allem, wenn ein ganz bestimmtes Phänomen in Hisui auftritt. In der Hisui-Region kann es nämlich immer wieder mal zu skurrilen Wetterphänomenen kommen, die ganz random auftauchen. Dabei werden Raum und Zeit verzerrt und es bildet sich um ein bestimmtes Areal eine Art Kuppel. Darin könnt ihr dann seltenere Items finden, wie zum Beispiel Grünstücke und ähnliche Stück-Items, aber es spawnen auch weitaus aggressivere Pokémon. Somit könnte es sein, dass ihr gleich gegen mehrere Elite-Pokémon gleichzeitig darin kämpfen müsst. Also ihr merkt schon, das Spiel wird nicht allzu einfach, nur weil ihr hauptsächlich gegen wilde Pokémon kämpft. Übrigens hier noch ein kurzer Reminder von mir. Am 28. Januar werden wir auch zum Release von Pokémon Legenden Arceus pünktlich um Mitternacht einen Release-Stream auf meinem Twitch-Kanal abhalten. Das bedeutet 28. Januar, Mitternacht, twitch.tv/fanmatetim. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei mit uns am Start sein würdet. Außerdem gibt es auch wieder wirklich Pokémon-Schwärme in dem Spiel. Und zwar spricht man hierbei von sogenannten Mass-Outbreaks. Dabei gibt es immer wieder mal Berichte darüber, dass mehrere Pokémon einer bestimmten Art irgendwo in Hisui gesichtet werden und dort könnt ihr dann eben gleich mehrere Exemplare auf einmal bekämpfen und fangen. Entweder kämpft ihr auch hier dann gegen alle wilden Pokémon gleichzeitig oder ihr lockt einzelne Exemplare von der Gruppe weg und fangt sie dann Stück für Stück ein. Das ist natürlich sehr hilfreich dann, um eure Forschungsaufträge für
für die einzelnen Pokémon für den Pokédex schneller abzuarbeiten. Wir wissen ja außerdem, dass das Kampfsystem in Pokémon Legenden Arceus maßgeblich überarbeitet wurde. So gibt es neben dem gewohnten rundenbasierten Kampfsystem ja nun auch eine neue Zugreihenfolge, die sich nach den Statuswerten des Pokémon richtet, und wir haben auch die neuen Techniken, Tempo- und Krafttechnik, die wir einsetzen können, aber es gibt noch weitaus mehr Änderungen. So wurden zum Beispiel in Pokémon Legenden Arceus insgesamt 25 neue Attacken hinzugefügt. Es ist auch schon bekannt, wie die ganzen Attacken funktionieren und was sie tun, das würde hier jetzt jedoch ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich hätte jedoch Lust, ein eigenes Video zu den ganzen neuen Attacken zu machen. Falls euch das auch interessieren würde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Aber es gibt auch neue Statusveränderungen in dem Spiel, Freunde. Und zwar gibt es in Pokémon Legenden Arceus allem Anschein nach die Statusprobleme Schlaf und Gefrierung nicht mehr. Diese wurden durch zwei neue Statusprobleme ersetzt, die im Englischen die Namen Drowsy und Frostbite tragen. Der Frostbite-Status ist im Grunde eine spezielle Verbrennung. Das bedeutet, ihr bekommt jede Runde passiven Schaden und spezielle Attacken werden abgeschwächt. Ist ein Pokémon verbrannt, werden ja zum Beispiel physische Attacken abgeschwächt. Nun haben wir also ein Pendant dazu für spezielle Attacken. Das ist etwas, was mir schon länger mal durch den Kopf ging, was ich sehr interessant finde. Und was den Drowsy-Status betrifft, also quasi den Schläfrig-Status, wenn man so möchte, dabei scheitert das Pokémon häufiger dabei, eine Attacke einzusetzen und bekommt auch von gegnerischen Attacken mehr Schaden. Man setzt also nicht immer safe ganze Runden aus, sondern das Pokémon wirkt einfach erschöpfter und unkonzentrierter. Es gibt jedoch auch Berichte über weitere Statusprobleme. So können sich Pokémon auch in gewisser Weise tarnen. Das bedeutet, wenn sie mit Schlamm oder Dreck bedeckt sind, dann weichen sie häufiger gegnerischen Angriffen aus. Und es gibt auch einen sogenannten Primed-Status. Das bedeutet, dass das Pokémon eine kräftigere Haltung annimmt und generell mehr Schaden am Gegner hinterlässt. Doch da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Neben den neuen Statusproblemen gibt es auch neue Wettereffekte in dem Spiel. So gibt es nun zum Beispiel ein Schneewetter. Dabei sind Pokémon anfälliger dafür, in den Frostbite-Status zu verfallen, also quasi in die spezielle Verbrennung. Und schläfrige Pokémon scheitern häufiger dabei, ihre Attacken einzusetzen. Außerdem soll hierbei auch die Geschwindigkeit von Eis-Pokémon erhöht werden. Also quasi so wie Schneescharrer früher im Hagel war, nur dass es jetzt bei allen Eis-Pokémon einfach funktioniert. Dann gibt es auch noch ein starkes Sonnenlicht, in dem Pflanzen-Pokémon schneller werden. Also auch hier quasi ein freies Chlorophyll für alle. Und leider kehrt auch der Nebel zurück. Das bedeutet, dort können Attacken häufiger missen, wie wir das auch aus Gen 4 zum Beispiel kennen. Aber ja, das ist so quasi der Ersatz jetzt für Sonne und für Hagel so ein bisschen, beziehungsweise Erweiterungen davon. Sehr, sehr interessant. Und gerade über das Schneewetter freue ich mich so ein bisschen, weil ich finde, Hagel war immer so ein bisschen der untergegangene Wettereffekt. Deswegen, Schneewetter klingt hier sehr, sehr interessant. Generell neue Wettereffekte, ein sehr spannendes Thema. Neben neuen Kampfmechaniken gibt es natürlich auch neue Items in dem Spiel. Und das sind ein paar der interessantesten davon. Zum Beispiel gibt es einen neuen Pokéball in dem Spiel, und zwar den sogenannten Featherball. Der ist quasi das Gegenstück zum Schwerball in den Spielen. Der Schwerball ist ein nützlicher Pokéball, der jedoch nicht sonderlich weit fliegt aufgrund seines Gewichts. Der Featherball wiederum ist ideal, um Pokémon in der Luft zu treffen, da dieser sehr schnell und sehr weit fliegt. Daneben gibt es jedoch auch weitere sehr interessante Items, die eure Pokémon konsumieren können, also quasi verbrauchbare Items. So zum Beispiel den Double Spiced Radish. Das ändert den Status eures Pokémon in den eben angesprochenen Prime-Status, wodurch ihr 50% mehr Schaden macht. Ein weiteres sehr interessantes Item ist der sogenannte Swap Snack. Dieser tauscht kurzzeitig die Angriffs- und Verteidigungswerte eures Pokémon. Ich meine, stellt euch vor, ihr benutzt das bei einem Pokémon wie Hytera zum Beispiel, wo der Gegner sich dann denkt, oh, der kann mir ja gar nicht so viel Schaden anrichten. Und dann zack, Swap Snack und oh, you have chosen death. Dann gibt es noch eine kleine Abwandlung zu den Wahl-Items, die man aus den letzten Pokémon-Spielen kennt, und zwar das sogenannte Choice Dumpling. Der Choice Dumpling ist quasi ein Knödel, der euer Pokémon auf einen Angriff fixiert und damit macht ihr dann auch mehr Schaden. Allerdings erhält euer Pokémon dann auch mehr Schaden vom Gegner. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das besser sein sollte als zum Beispiel ein Wahlband oder eine Wahlbrille, aber es existiert. Es gibt übrigens auch noch eine sehr, sehr gute Neuigkeit für die Leute, die Tauschentwicklung schon immer gehasst haben. Denn es gibt natürlich auch einige Pokémon in Pokémon Legends wie Gengar, Machomai oder Simsala, die sich nach wie vor nur durch Tausch entwickeln. Eigentlich. Denn um zu vermeiden, dass ihr wirklich rausgehen und soziale Kontakte knüpfen müsst, gibt es nun ein Item in Pokémon Legends, das euch komplett ohne fremde Hilfe Tauschentwicklung durchführen lässt. Und zwar ein sogenanntes Link-Kabel. Dieses könnt ihr dann zum Beispiel bei einem Kadabra anwenden, wodurch es sich automatisch zu einem Simsala weiterentwickelt.
ohne dass ihr wirklich tauschen müsst. Endlich hört Pokémon mal auf die Spieler, die keine Freunde haben. Doch auch darüber hinaus gibt es sehr, sehr nice Quality of Life Features, die eingeführt wurden. Beispielsweise der Attackenerlerner. Der Attackenerlerner ist so produktiv wie noch nie. Somit kann der Attackenerlerner euch nun mehrere Attacken gleichzeitig beibringen und damit aktiv euren Movepool erweitern. Denn um eure Attacken zu wechseln, müsst ihr tatsächlich überhaupt nichts anderes mehr tun, als in das Menü eures Pokémon gehen und eure Attacken auszutauschen. Richtig, ihr könnt die Attacken eures Pokémon jederzeit mit anderen Attacken austauschen, die es mal gelernt hat. Das ist unglaublich krass, wie ich finde. Außerdem noch eine ganz coole Sache. Ihr wisst ja, dass man in Pokémon Legends, wenn man besiegt wird als Trainer, seine Items verliert. Oder zumindest einen Teil der Items, wenn man dann zum Basislager zurückgebracht wird. Es gibt, ähnlich wie in den Mystery Dungeon Spielen, ein Feature, das es euch jedoch erlaubt, die Items von anderen Spielern, die besiegt wurden, aufzusammeln. Sprich, ihr könntet online gehen und euch die Items anderer besiegter Spieler gönnen. Ist das nicht ein bisschen pietätlos? Und apropos, ich weiß nicht, warum ich das als extra Punkt hier auf meiner Liste notiert habe, aber man kann in dem Spiel übrigens auch ertrinken. Wir haben ja im letzten Video schon festgestellt, dass es auch Fallschaden in diesem Spiel gibt, aber wenn ihr euch zu lange im Wasser aufhaltet ohne Salmagnis, dann werdet ihr irgendwann wie ein Stein untergehen. Gott, Pokémon wird realistisch in Bereichen, die ich nicht gewollt habe. Außerdem gibt es auch ein kleines Update, was die Levelkurve in dem Spiel angeht. Und zwar werden euch überlevelte Pokémon grundsätzlich nicht gehorchen. Und in diesem Fall ist es egal, ob ihr das Pokémon selbst gefangen habt oder ob es getauscht wurde. In anderen Pokémon-Spielen war es auch schon so, dass euch getauschte Pokémon nicht gehorchen, wenn ihr nicht genug Arena-Orden habt. Selbst gefangene Pokémon konntet ihr jedoch so weit hochtrainieren, wie ihr wolltet. Das geht in Legends nicht. Und statt den Arena-Orden richtet sich das Ganze nun nach eurem Rang in der Galaktik-Expedition. Wir haben in einem der letzten Trailer schon gesehen, dass es in der Galaktik-Expedition ein Sterne-Rang-System gibt. Und je mehr Sterne ihr habt, desto höher könnt ihr eure Pokémon trainieren. Die exakte Levelkurve ist dabei bisher noch nicht bekannt, aber das ist jetzt quasi der Ersatz für die Arena-Orden. Und apropos Arena, es gibt natürlich auch Trainerkämpfe in dem Spiel. Und für diejenigen, die das Gefühl haben, dass sie damit in Pokémon Legends vielleicht ein bisschen zu kurz kommen, weil man sich hier so auf wilde Pokémon fokussiert, es gibt am Ende des Spiels sogar noch eine Einrichtung, wo ihr auch nochmal gegen alle Trainer in dem Spiel kämpfen könnt, denen ihr begegnet seid. Also quasi sowas wie der Duellturm in strahlender Diamant und leuchtende Perle. Finde ich auf jeden Fall nice, dass sie trotz allem auch an sowas gedacht haben. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig viel neuer Input gewesen, den wir die letzten Tage zu dem Spiel bekommen haben. Ich muss gestehen, bei Legends werde ich gerade mit jedem neuen Leak, mit jeder neuen Info heißer auf das Game. Das hatte ich bei Diamant und Perl zum Beispiel nicht so in dem Rahmen. Aber wie seht ihr das Ganze? Ist die Vorfreude auf Pokémon Legends schon bei euch angekommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr nun wissen möchtet, wie viele und welche Pokémon es denn schlussendlich in Pokémon Legenden Arceus gibt, dann klickt gerne einmal auf das Video hier unten oder auf das Video hier oben, um mehr über die neuen Pokémon in dem Game zu erfahren. Vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.